Hallöchen, Hallöchen, da sind wir wieder. Und ja, wir müssen jetzt einen Weg darüber finden. Okay, müssen nach da hinten. Ob wir das hinkriegen? Insel Blinzel. Und ganz hier hinter bitte, danke. So, einmal aufmachen bitte und schnell durch. Oh, das ist mal so grell. Was gibt's hier? Jetzt kommen wir los. Ach nö. X. Annekas zu Hause. Okay. Jetzt sind wir bei Annika. Oh, kein Licht. Ja, was soll uns das jetzt hier bringen? Hier kommen wir nicht raus. Das kann man auch nicht auch machen. Okay. Aber wieso habe ich hier drei Lichter? Okay, das war nicht der richtige. Okay, jetzt müssen wir Rätsel. Ich bin wieder in einem anderen Haus. Okay. Dann ist das auch da. Oha. Okay. Das wird komplizierter. Jetzt aber nix. Hier ist nix. So. Ja, yeah, das hier bringen. Sind nur Lebensmittel. Ich bin schon wieder in einem anderen Haus. Mach mal an. Okay, ich komme da nicht hin. Muss was finden. Ich bin schon wieder in einem anderen Haus. Schlossen. Einmal hier anmachen. Anmachen. Schlüssel. Yes, wir haben einen Schlüssel gefunden. Und wer ist das hier? Okay. Alles so merkwürdig. Aber jedenfalls ein großes Haus. Okay. Ein Pentagramm. Was hat deine Mutter bloß gemacht, Annika? Das ist eine gute Frage.
Hier ist nix. Da drunter. Nix. Gibt's da noch eine Schublade drunter? Nee. Geht Stromkabel durch. Sehe ich es gerade richtig? Komm gar nicht mehr raus. Oder doch? Mein Zuhause! Mist. Oh, schnell weg hier. Ich weiß gar nicht, ob ich richtig laufe. Ja. Mein Kind ist tot. Sie war alles, was ich hatte. Wir kamen nach Dormund, um Frieden zu finden. Ich dachte, wir könnten hier neu anfangen. Aber nun ist sie fort und ich bin ganz alleine. Wenn ich doch nur noch einmal mit ihr sprechen könnte. Okay. War das Aaron? Okay, ich muss da folgen. Oh, hat die Art Geisterbeschwörung gemacht. Meine Großmutter erzählte mir Geschichten über seltsame Welten und mysteriöse Kreaturen. Sie sagte mir, dass wir eine Gabe hätten, mit den Geistern zu sprechen. Es war eine Gabe, die sich über alle weiblichen Familienmitglieder erstreckte. Ob ihre Bücher hier noch rumliegen? Ich erinnere mich daran, sie mit all den anderen Dingen weggepackt zu haben. Jetzt soll ich nach Büchern suchen? Wo führst du mich hin? Nach unten. Okay, jetzt muss ich wieder runter. Okay, komisch. Großmutters alte Bücher. Zauberbücher. Dieses hier enthält Dutzende von Beschwörungen und anderem fremdartigen Zeug. Eine dieser Beschwörungen ermöglicht es einem, mit den Toten zu sprechen. Ich könnte wieder mit meinem Baby sprechen. Das klingt hier gerade nicht gut. Ja. Scheiße. Danke, das hätte ich wissen müssen. Scheiße. Komm schon hier weiter. Okay, gar nicht. Und da kommt sie. Scheiße. Okay, lauf, lauf, lauf. Verdammt. Bitte, lass mich in Ruhe. Komm nirgendwo rein. Oh, schnell weg hier. Ich muss mehr Visionen von Aaron finden. Hallo. Oh, du stehst da mit dem Licht. Okay. Hier nicht. Okay, dann kann das nur oben sein. Das Haus ist sehr groß. Hier ist nichts.
Okay, dann suchen wir mal. Ja. Kein Lichtschalter. Was ist das denn hier? War ich hier schon? Nee, ne? Ach man, was ist das denn hier? Zugang zu. Okay. Wo soll ich denn hinkommen? Ah, da. Ich versuche das Ritual. Es ist ziemlich einfach, aber ich konnte eine der Zutaten nicht finden. Ich versuche es trotzdem. Ich habe nichts zu verlieren. Heute Nacht wird es geschehen. Okay. Was hast du getan, Aaron? Schon da irgendwo hingeführt? Ist nicht hin. Die hat jetzt Geister beschworen, wo die Zutaten verfehlt haben. Das Ritual funktionierte. Ich habe mit jemandem auf der anderen Seite gesprochen. Ich dachte, es wäre Annika, aber sie war es nicht. Ich habe versucht, die Verbindung zu unterbrechen, aber ich konnte nicht. Diese Stimmen, sie sind in meinem Kopf. Ich fühle mich nicht gut. Etwas muss schiefgelaufen sein. Das denke ich mir auch. Aber hier ist nichts, ne? Huch. Okay, jetzt nix. Herrgott, nochmal! Mit mich in Ruhe. Ach nö. Es ist doch fies. So wieder von da oben. Scheiße. So wieder von da oben. Nö. Bitte, lass mich in Ruhe. Wo ist dieses, die Tür? Ja. Ich muss mehr Visionen von Aaron finden. Ja, aber wo war das jetzt? War oben. Ja, hier war das. Okay. Die haben wir gesehen. Aber dann war das hier. Hier. Okay. Ich versuche das Ritual. Es ist ziemlich einfach, aber ich konnte eine der Zutaten nicht finden. Ich versuche es trotzdem. Ich habe nichts zu verlieren. Heute Nacht wird es geschehen. Aber was hast du getan, Aaron? Lass mich hin. Da kommt die Frau. Kommt doch durch die Tür. Dann hat man hier nichts. Das Ritual funktionierte. Ich habe mit jemandem auf der anderen Seite gesprochen. Ich dachte, es wäre Annika. Aber sie war es nicht.
Ich habe versucht, die Verbindung zu unterbrechen, aber ich konnte nicht. Diese Stimmen, sie sind in meinem Kopf. Ich fühle mich nicht gut. So, jetzt kommt die Mutter. Etwas muss schiefgelaufen sein. Aber... Herrgott nochmal! Okay, wir gehen da lang. Und jetzt? Wo bin ich jetzt gelandet? Okay. Muss das... Ich hab keine Ahnung. Was sind die Symbole? Das müsste nach unten zeigen. Okay, können wir nicht machen. Och nö. Das klingt sehr, sehr, sehr merkwürdig. Hier waren wir. Gibt's nichts mehr. Okay. So ein Symbol fehlt mir noch. Okay, aber irgendwas muss es doch hier geben. Wenn ich hier runterkommen kann. Es ist hier. Boah, das ist ätzend. Ist nix. Da. Immer auf Seite. So. Ich bin wieder zurück. Gibt es noch mehr Visionen? Okay, warte mal. Da. Hab mich nicht nochmal von vorne. So, das ist ein Symbol. Ach, hier. Er spricht zu mir, während ich schlafe. Er flüstert mir ins Ohr, wenn ich wach bin. Sein Name ist Desach. Er hat mir Rache versprochen. Er zeigt mir permanent Bilder von Tod und Zerfall. Ich wollte niemanden verletzen. Alles, was ich wollte, war ein letztes Mal mit meiner Annika zu sprechen. Was habe ich nur getan? Okay. Ist gut. Meine Güte. Wo ist sie? Ja. In meinen Gedanken ruft Isaac nach mir. Er will, dass ich jeden umbringe, der Schuld hat an Annikas Tod. Ich beginne es wirklich zu wollen. Mein Verstand wird schwächer. Ich ertrage es nicht mehr. Ich muss es beenden. Okay. Das ist... Oh. Das ist das Letzte. Sie hat ihren Verstand verloren. So, das ich muss... Schwöre, ich habe diese Symbole schon im Haus gesehen. So, das eine war... Da unten... Ey. So, und jetzt? Ich wollte schon sagen. Ich nicht reinkomme hier. Oh, Mist. Erin hat niemanden getötet. Sie war bereits die ganze Zeit tot. Sie hat jemanden gerufen.
jemand sehr Gefährlichen. War sie besessen? Gar nicht gut. Aber ich würde sagen, dann ist die Folge hier vorbei. Und wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen. Bis dann.